Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier mal zu einer Aussage. Ja, sie wird hier getätigt am 28.03.2019. Ja, es gibt ja Menschen, die glauben alles Mögliche. Ja, was sollen wir glauben, was sollen wir nicht glauben? Was wird uns als Video gezeigt? Ja, und weil das alles mal so ist, haben wir doch hier mal einige Fragen. Ja, und dafür schalten wir natürlich wieder mal hier in unsere kuriose Komödiantennummer. Das tun wir. Hallo, hallo. Ton ab. Na, also geht doch. So, ich habe Sie mal eingeladen und Sie sagen, da wird im Internet ein Video verboten, ja? Ja, das ist so. Sagen Sie, wissen Sie, warum das verboten wird? Nein, das weiß ich nicht. Sagen Sie, das Video muss doch aber vorher mal einer gezeigt haben, zudem, dass es dann da nicht verboten war. Ja, das ist komisch. Es soll ja zuerst auf YouTube erschienen sein. Ja, aber dann erscheint es auch mit einem TV-Logo. Oben rechts im Bild, wo da steht Live 4. Also Live 4. Ja, das ist sehr komisch. Das heißt, die TV-Anstalten im Umfeld der angeblichen Sache da, die haben sich das erlaubt, das Video erst einmal der Öffentlichkeit zu zeigen. Wie kommt es nun dazu, dass man im Nachhinein anfängt, es nachträglich zu verbieten? Ja, das Problem ist ja, dass wenn man so etwas tätigt, dass man dann eigentlich schon die Kontrolle über die Verbreitung des Videos verloren hat. Ja, das heißt also, die Kontrolle über die Verbreitung dieses Videos ist jetzt verloren gegangen. Wenn man aber weiß, dass ein Kontrollverlust schon mal einhergegangen ist, dann macht doch das Verbot eigentlich auch wiederum eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ja, das ist so, aber da müssen irgendwelche Menschen erst für, ich weiß es nicht, wie ich das erklären soll, die müssen da erst denken lernen gehen, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Also gehen Sie denken lernen, verbieten Sie doch nicht, was sowieso verbreitet ist. Sind Sie der Meinung, ja? Ja, der Meinung bin ich und bitte lassen wir doch den Quatsch. Ja, ich bin auch der Meinung, den Quatsch kann man sich eigentlich sparen. Ja, ist eigentlich wirklich irgendwie doch recht witzig, ja. Also eine TV-Anstalt hat es selbst verbreitet und hinterher wird das, was vom TV verbreitet wurde, dann nachträglich erst verboten. Schön, eine Kontrolle über das, wie weit es sich verbreitet hat, hat man allerdings nicht mehr. Nein, das glaube ich nicht, dass man darüber noch eine Kontrolle hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eigentlich unmöglich. Gut, dann danke ich Ihnen mal für Ihre interessante Aussage. Ja, mehr kann ich ja dazu auch nicht sagen. Ja, vielen Dank. Guten Tag, guter Herr. Ja, Ihnen auch. Ja, Sie haben es gehört, es gibt einen Kontrollverlust. Man will den Kontrollverlust jetzt verbieten. Ja, wie geht das? Es wird immer kurioser. Ja, bleiben Sie uns wohl auf. Ja, Ihre Berliner Ecke. Das war nur eine Kurzmitteilung für eine nachdenkliche Sekunde. Das war's dann mal. Bleiben Sie uns wohl auf. Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk.